Sie sind gerade so ein Dauerthema bei uns, die Spritpreise. Zwar fällt der Rohölpreis im Moment auf dem Weltmarkt, doch an der Tankstelle, da ist das leider noch nicht angekommen, wenn das Benzin überhaupt jemals noch mal billiger wird. Ja, und wenn etwas teuer ist, dann ist es auch begehrt. Kein Wunder also, dass im Moment Sprit geklaut wird ohne Ende. Ganze Lastwagen werden leer gepumpt, Autoflotten, ganze Banden sind unterwegs, um auf Park- und Rastplätzen Diesel abzuzapfen. Und bisher, da gibt es kaum einen wirksamen Schutz dagegen. Doch das könnte jetzt anders werden. Wolfgang Breuer mit einer pfiffigen Erfindung aus Baden. Die Autobahnen, für die meisten nicht selten verstopfte Reisewege voller Trucks und Lastzüge. Für manche Zeitgenossen aber so etwas wie rollende Tankstellen mit Sprit für Umme. Denn oft genug haben die dicken Brummer 800 und mehr Liter Diesel an Bord. Ein teures Gut, auf das es immer mehr Spritklauer abgesehen haben. Das ist eins der Riesenprobleme der Kriminalität entlang der Autobahn. Die brechen die Tankdeckel auf mit einem Schraubenzieher. Ganz einfach. Vorwiegend auf Rastplätzen schlagen die Spritmarder zu. Dort, wo die Trucker ihre Züge dicht an dicht geparkt haben und die gesetzlichen Lenkzeitpausen zu ein paar Stunden Ruhe nutzen. Und sobald Dunkelheit und Tiefschlaf kommen, werden die Ganoven aktiv. Ruckzuck ist der Tankdeckel geknackt und dann wird geschläuchelt und gepumpt, was das Zeug hält. Die Polizeiberichte lassen keinen Zweifel an der Effektivität der ungebetenen Besucher. Und einen echten Schutz dagegen gibt es offenbar nicht. Doch, sagt Manfred Stock aus Sinsheim. Also mit meinem System wird sowas nicht vorkommen. Denn sein System lässt ein Abpumpen gar nicht zu. Weder aus dem Tankstutzen noch aus einem wo auch immer gebohrten Loch. Der Dieb hat keine Chance, denn im Tank à la Manfred Stock befindet sich ganz oben ein Gitter. Das ist 5 mm stark und an der Seite bin ich auch gesichert. Da komme ich auch nicht rein. Mit schwerem Gerät kommt man überall rein, aber das gibt Krach und das machen die nicht. Sein aufmerksamer Zuhörer ist Pius Meyer, Fuhrparkleiter einer großen Spedition. Über 100 Lastzüge gehörten zu seiner Flotte, erzählt er. 3 bis 4 davon würden pro Monat beklaut. Mit Verlusten von jeweils bis zu 1000 Liter Diesel, also knapp 1500 Euro. Die hohen Preise, wo momentan an die Tankstellen auf dem freien Markt herrschen, Dieselpreis 1,50 und größer, ist die Diebstahlsgefahr immer größer da. Und je schneller ein vernünftiges System von der Industrie her verbaut wird, desto mehr werden die Spediteure geschützt. Der Tankschutz von Manfred Stock könne dieses Problem durchaus lösen, meint Meyer. Und er ist auch sicher, dass Speditionen wie sein Arbeitgeber Lkw-Hersteller zum Einbau in die Tanks überzeugen können. Denn noch ist die Erfindung ziemlich neu. Und der rüstige 70-Jährige führt sie jedem Praktiker gerne vor. Für die Polizei wäre ein funktionierender Diebstahlschutz wie ein 6er im Lotto. Denn trotz aller Bemühungen geraten ihr nur wenige Spritklauer in die Fänge. Das halte ich für eine sehr, sehr gute Sache. Es erhöht auch die Hemmschwelle, selbst wenn der Fahrer in irgendeiner Weise mit im Boot ist. Meiner Meinung nach wäre aber darauf zu achten, dass das dann auch kenntlich gemacht wird. Weil ansonsten kann es eben sein, dass die Täter doch dort angreifen und der Sachschaden, der entsteht dann trotzdem. Mit einem Materialaufwand von nur 90 bis 100 Euro können solche Bilder laut Manfred Stock bald der Vergangenheit angehören.